Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch mal ohne Vorgeplänkel ein Buckelmesser. Also Buckelmesser müsste eigentlich jeder kennen. Also meine Oma hatte die im Dutzend. Deshalb nenne ich jetzt das Video auch Klassik trifft Moderne. Weil der Ernst Siebeneicher Hellwig, der mit mir bei Ed Mahoney arbeitet, der hat die Buckelmesser neu designt, hat ihn hier eine VG10 Klinge verpasst mit Leiterdamast. Extrem scharf. Schnell mal geholt. Aha. Quittungspapier. Ich würde sagen, wir gehen mal Tabletop. Ich habe auch diverse mitgebracht. Ist eigentlich keine Aktion, aber ich mache daraus eine. Es gibt nämlich was umsonst dazu. So. Also, VG10, Leiter, Damast, ja, G10, Griffschalen, Klassik trifft Moderne. Dann haben wir hier eins mit, davon habe ich auch noch ein Exemplar zu Hause. Die kommen alle übrigens mit so einem Schneideschutz. Das hier ist Maserbirke. Dann haben wir noch Wurzelholz, weißes Wurzelholz. Das sieht auch mal richtig klasse aus. Tadellos verarbeitet. Also da kann man nicht mehr ganz, finde ich. Ja? Also die sehen schon mal geil aus. Ja? Frühstücke ich ganz gerne mit. Dann haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier? Ach, Ebenholz. Cool. Dann haben wir hier noch ein Träumchen. Ist das jetzt hier? Steht nicht bei. Könnte irgendein Nussholz sein? Bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nichts Falsches verraten. Und haben wir hier noch warum steht das hier nicht drauf? Also ich kenne ja auch nicht alle Hölzer von uns. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Versionen, alle mit Pins befestigt. Im Augenblick ist mein Favorit hier der Kamerad mit dem G10. Trotzdem, die sind alle sehr schön verarbeitet, da kannst du nicht meckern. G10 sieht klasse aus, VG10 mit dem Leiter, das sieht klasse aus, verleiht dem echt Klasse und Würde. Die kosten alle, ich glaube, 45 Euro. Link packe ich in die Beschreibung. Und jetzt kommt die Aktion, da wird der Ed Mahoney sich wieder schön in den Popo beißen. Da gibt es einen Legal 42a Folder von mir, gratis dazu, im Wert von 10 oder 12 Euro, was es kostet. No? Also den gibt es dann gratis dazu. Jetzt wollen wir die mal messen. Wir haben Klingenstärke ist beim Buckelmesser glaube ich nicht nötig. Ja? Ich messe jetzt alle mal durch, weil Hölzer ja eine verschiedene Dichte haben. Und zum Beispiel der Griff hier, der ist dicker als die anderen. Also da wurde nicht gekleckert, da wurde geklotzt, nicht gut in Hand. 73 Gramm. 85 Gramm. 67,3. 73,4. 68,9. Und 71,3. Ja, das sind eigentlich so das Frühstücksklassiker, hätte ich jetzt gesagt, oder? Also, ich weiß, dass meine Großmutter ein Buckelmesser hatte und damit unheimlich gern gefrühstückt hat. Ich würde mal sagen, wenn man so ein normales Bistro-Besteck hat, wenn man dachte, man, du lernst eine Frau kennen und willst sie, naja, hast sie halt mal mit heimgeholt und dann willst du sie natürlich morgens so ein bisschen beeindrucken, dann hast du besser hier so ein
So ein Buckelmesser. Klassiker. Ich sag's euch. Ein Klassiker. Klingenlänge liegen wir bei. Ja. 12,5 cm. Und eine Gesamtlänge von 23 cm. 97 Eiche Hellwig Design. Messermacher, Buchautor und Mitglied der Edmar-Huni-Familie. Oh, ist das mal ein schöner Griff, oder? Liegt super in der Hand. So, also das hier ist, wie gesagt, das ist meins. Ich habe aber auch noch eins mit Maserbirke. Beeindruckend die Qualität. Sage ich jetzt nicht als Edmar-Huni-Mitarbeiter, sondern überhaupt die Klasse. Mit den drei Nieten, alles schön plan. Und übrigens die Griffe hat Ottermesser drauf montiert und beigeschliffen. Also und da besteht ja auch schon seit vielen Jahren zwischen Edmar-Huni und Ottermesser eine berufliche Freundschaft. Und wir waren jetzt letzten Samstag, waren Edmar-Huni und ich wieder da, hatten eine Besprechung. Und ja, auf dem Heimweg habe ich dann zu Edmar-Huni gesagt, gib mir mal die Buckelmesser mit, ich mache da mal ein Video drüber. Und das hat mich jetzt so geflasht mit dem G10, dass ich das behalten werde. Wie gesagt, wir haben noch eins zu Hause hier mit dem mit der Maserbirke. Ist klasse, guckt euch das mal an. Ich glaube, ich muss das auch behalten. Oh, schön. Oh. So, also, wie gesagt, Klassik trifft modern. Ich kann es immer, ich finde es so noch schön. Schön verarbeitet, also. Hm. Also damit streifst du auch ganz locker die Butter aufs Brot und dann ist auch noch schön scharf, also. Oh, Rasierschärfe. Also, Link ist in der Beschreibung. Dazu gibt es, wie gesagt, noch das Legal 42A. Was willst du mehr? Geschenk für die Mutter, Geschenk für die Oma, für die Opa, für wen auch immer. Muttertag, Vatertag, Wandertag. Ja? Solltet ihr das von euch gewählte Modell mit dem gewünschten Holz nicht da sein, einfach info edmar-huni-knives.com und dann antwortet euch der Chief Commander Edmar-Huni persönlich. Ja? Ich mach das nicht. Maserbirke oder ihr geht beim Bezahlen von bei PayPal, schreibt er noch eine Nachricht rein in die Überweisung, bitte mit dies und das. Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr wollt, statt dem Legal 42A den Turtle Folder kriegen, müsst ihr dann auch in die Bestellung reinschreiben. Deckes Teil, wenn es zugeklappt ist, sieht es aus wie ein Feuerzeug. Ja? Ja, doch, so ein funktionierendes Rädchen dran, total jeckes Zeug. Was kommt demnächst? Kommt noch eine Legende zurück. Da habe ich den Edmar-Huni drüber belabert. Aber ich will noch nicht viel genug erzählen. Wir haben sie im Haus. Die müssen noch ein bisschen bearbeitet werden. Und es hat ein Redesign von mir bekommen. Also da ist ein bisschen was verändert worden. Deshalb wird es da 400 Stück als Arthur Brehm geben. Ja? Jetzt nicht hier von der Legende, bevor ich es durcheinander werfe. Komm, beenden wir das Video. Also, 45 Ocken, und dazu den Legal 42A oder den Turtle Folder. Schreibt es in die Beschreibung rein. In die Nachrichten von dem vom PayPal. Ja? Oh. Können den ganzen Tag angucken. Geiles Ding. Und das hier. Guck mal, der Griff. Elegant. Ne?
Funk mit Buckelsmesser. Ernst 7 Ascher Hellwig Design. Geil. So, das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und wie immer gilt, tschüss, bandio, schwenkt du, tschüss ab und schwenkt die Kappe.